Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Tag auf meinem Kanal. Heute gibt es den Dies oder Das Tag. Ich habe den bei verschiedensten Booktubern, YouTubern in den letzten Wochen gesehen und habe euch auf Instagram einfach mal ein wenig gefragt, welche Dies oder Das Dinge euch interessieren würden. Es sind einige zusammengekommen, also ich habe hier so eine Liste. Ich habe es ein bisschen sortiert nach Themen, nach Buchigen, nach Allgemein, nach Essen und so weiter. Und ihr findet meinen Instagram-Account immer unten in der Infobox. Ich bin da nicht ganz so aktiv, was den Feed angeht. Ich bin in den Stories so ein bisschen aktiver, wo ich auch mal was teile oder irgendwas Spannendes sehe und das irgendwie weitergeben möchte. Aber ich hoffe, dass die Muse zu Instagram demnächst mal wiederkommt. Aber wenn ihr gerne mal bei solchen Umfragen dabei sein wollt, ich hatte ja im letzten Jahr auch drei Bücher, die angestoßen. Da sind auch einige Sachen zusammengekommen und da wird es jetzt nach und nach auch die Videos immer mal so ein bisschen geben. Und ich dachte so zwischendurch einfach mal ein Tech-Video, macht ja vielleicht auch ganz viel Spaß. Irgendwie sehe ich heute so komplett weiß aus. Ich glaube, es ist einfach viel zu hell. Ich hoffe, es ist einigermaßen. Wobei das Make-up, da war ich etwas experimentell, musste die Palette einfach mal ausprobieren, aber ich glaube, ich bin links irgendwie höher als rechts. Naja, nehmt es nicht ganz so genau. Aber gut, wir fangen mit den buchigen Fragen an, und zwar Hogwarts oder Mittelerde, beziehungsweise Harry Potter oder Herr der Ringe. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Ich glaube aber, müsste ich mich für eins entscheiden, ich würde Mittelerde nehmen. Zum einen, weil das wirklich ein wahnsinnig großes Universum ist und weil ich einfach das Auenland und die Hobbits so liebe. Und ich immer wieder auch super gerne in diese große, große Welt eintauche und mir auch dieses Jahr den ein oder anderen Reread vorgenommen habe. Würde ich aber wahrscheinlich, also entscheiden oder sagen müssen, was ich öfter gelesen habe, dann ist es definitiv Harry Potter, weil ich da gefühlt wirklich fast jährlich, beziehungsweise ja alle 2 Jahre alle Bücher einmal durchhöre, durchlese. Aber ich würde mich so im direkten Vergleich ja wahrscheinlich für Mittelerde und Herr der Ringe entscheiden. Buch Ginny oder Film Ginny? Ja, da war jemand ganz nerdig, denn es gibt ja einen riesengroßen Unterschied zwischen der Darstellung der Ginny Weasley und ich liebe die Buch Ginny. Also ich finde die großartig, ich mag ihre Art, ich mag, wie sie sich ausprobiert, wie sie dazulernt, wie sie erwachsen wird, so auch im Schatten von im Grunde dem Trio, also auch im Schatten von Harry, von Hermine und auch von Ron. Gleichzeitig aber ja so das Wunschkind schlechthin ihrer Mutter ist, weil sie ein Mädchen ist, die ja immer eigentlich Töchter wollte und nur eine Tochter bekommen hat. Und wie auch die Freundschaft so zu Hermine ist. Und ich finde das toll. Ich mag das unglaublich gern. Ich mag auch ihre Beziehung zu Harry. Ich finde das in den Filmen so schlecht umgesetzt. Da kommt Ginny so merkwürdig rüber. Sie ist einfach mal so irgendwo da. Dann gibt es einen Kuss, dann ist sie wieder weg. Dann ist sie wieder irgendwie da. Dann am Ende, ich weiß nicht, kann man das Ende von Harry Potter spoilern? Ja, also ich würde immer die Buch Ginny nehmen. Und dann ganz gemeine Frage, Fred oder George Weasley? Also ich habe ja eine sehr große Vorliebe für die Weasley-Zwillinge und ich möchte mich da gar nicht entscheiden. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass natürlich man am Ende den einen auswählt, weil mit dem anderen ja etwas passiert und da bleibt dann ja im Grunde nur noch eine Variante. Aber ich würde grundsätzlich, ich liebe beide in Kombination, ich mag ihren Humor, ich finde es toll, wie sie ja einfach so in der Welt sind, und ich hatte da wirklich einige Lachmomente mit ihnen in den Büchern. In den Filmen kommen sie auch ein bisschen kürzer, aber ich würde, da möchte ich, kann ich mich einfach gar nicht entscheiden. Ja, Fitzek oder King? Ich glaube, da ist gerade in den letzten 2, 3 Jahren ganz stark erkannt worden, dass ich und Fitzek so ein bisschen getrennte Wege gegangen sind und King ja wirklich schon seit über 25 Jahre meine große Liebe ist, was die Bücher angeht. Neben Tolkien, glaube ich, auch so der Autor, mit dem ich die meiste Zeit irgendwie verbracht habe, und dementsprechend definitiv Stephen King. High oder Urban Fantasy? Finde ich auch wahnsinnig schwierig. Ich glaube aber grundsätzlich, also Fantasy immer. Ich glaube schon, dass High Fantasy mich oft besser in die Welt ziehen kann, weil sie eben manchmal doch noch ein bisschen oder in großen Schritten anders ist als Urban Fantasy. Denn Urban Fantasy spielt ja in unserer Welt und dann tut sich eben so diese Fantasy-Welt auf und man begleitet ja oft auch einen Charakter, der ähnlich einem selbst irgendwie ist, also noch relativ menschlich ist. Ich glaube, High Fantasy ist tatsächlich schon das, was mich tiefer eintauchen lässt und mitnehmen lässt und man da auch einfach die Möglichkeit auf noch viel verrücktere, andersartige Dinge irgendwie hat. Hörbuch oder E-Book? Schwierig. Ich glaube schon,
wenn man, ja, das so als die digitale Variante, nehme ich glaube schon Hörbuch. Also ich habe glaube schon wöchentlich ein Hörbuch auf den Ohren, weil da auch einfach man nebenbei Dinge erledigen kann, man auch einfach mal die Augen zumachen kann und entspannen kann. Wenn ich mit Weasley unterwegs bin und gerade ein spannendes Hörbuch habe, ich auch einfach mal so auf ein Ohr weiterhören kann. Und es gab auch jetzt im Urlaub nichts Schöneres, als auf dem einen Ohr das Hörbuch, auf den anderen Ohren die Wellen. Und ich würde da wahrscheinlich tatsächlich das Hörbuch nehmen. Ja, Reihe oder Einzelband? Also ich liebe es zwischendurch schon mal ein Einzelband zu lesen, weil es ist ganz schön, weil es ist dann auch einfach mal zu Ende. Aber ich liebe lange, große Geschichten und gerade in der High Fantasy ist das in Einzelbänden echt schwierig und ich würde wahrscheinlich schon die Reihen wählen. Und ich glaube, würde ich mich in meinem Regal umsehen, gerade auch im Highlight-Regal, sind schon mehr Reihen, zumindest was die Fantasy angeht. Ich glaube, so im Liebesgeschichtenbereich habe ich doch viel Einzelbände, beziehungsweise dann ja, wo so die Charaktere so ein bisschen innerhalb einer Welt irgendwie sind. Aber ich würde, glaube ich, schon immer die reinnehmen. Es ist größer, man hat viele Möglichkeiten, man kann ausufernder sein, bildhafter sein. Natürlich verlieren sich auch manche dann in der Länge, aber ich würde schon die Reihe bevorzugen. Dann bei Liebesgeschichten, Dreiecksgeschichte oder Second Chance. Das sind beides Dinge, die ich nicht mag. Und ich glaube, genau aus dem Grund wurde mir die Frage gestellt. Ach, ich finde beides so ermüdend, wenn ich ehrlich bin. Es gibt eigentlich keine wahre Dreiecksgeschichte, weil entweder bin ich gerade unglücklich mit dem, in dem ich in einer Beziehung bin und bin dann unterbewusst auf der Suche nach einem anderen. Das heißt, das hat sich eigentlich schon erledigt. Dieses Ich verliebe mich in zwei Menschen gleichzeitig, finde ich tatsächlich schwierig. Ich mag aber auch diese Second Chances nicht, die ja sehr häufig viele Jahre umfassen. Also man war vor 10 Jahren ein Paar, hat sich getrennt und man hat aber immer noch an den anderen gedacht, wo ich mir so vorstelle, wie schlimm muss das sein? Und das gibt es ja im wahren Leben, das möchte ich auch gar niemanden abreden. Aber wenn ich 10 Jahre in Gedanken an jemanden bin und also vielleicht sogar eine andere Partnerschaft mittlerweile habe und denke trotzdem noch an dem, wie unfair ist das dem neuen Partner gegenüber, wie unfair ist es mir selbst. Also nein, ich mag beides nicht. Ich glaube, wenn, dann noch eher so eine Dreiecksgeschichte als diese Second Chance. Also da habe ich mich ja auch in der Einreihe in diesem zweiten Teil so aufgeregt, weil mich das so genervt hat. Und als sie dann endlich beide bekommen hatten, was sie 10 Jahre wollten, war es doch nicht genug. Ach, das hat mich, also ich nehme die Dreiecksgeschichte und werde gedacht, dass ich das mal sage. Zum Lesen, das Bett oder die Couch? Also ich bin schon sehr viel zum Lesen auf der Couch. Also ich mag das sehr gerne, auch das Bett als das zu sehen, was es ist, nämlich meine Schlafstätte und da möglichst wenig Aufregung in das Bett zu bekommen, mit Büchern, mit Filmen oder Ähnlichem. Hörbuch durchaus dann schon mal, auch wenn ich im Bett liege, aber ich oder auch mal lese natürlich noch, aber so den Großteil der Lesezeit verbringe ich definitiv auf der Couch. BookTube oder Bookstagram? Also ich bin schon ein großer BookTube-Fan. Also ich schaue sehr viele BookTuber. Ich habe da schon ja meine BookTuber, die ich immer, also sobald was Neues da ist, mir das anschaue. Wenn ich Zeit habe, da durchschaue. Bookstagram, ich finde das halt immer sehr kurzlebig. Ich bin kein so großer Instagram-Fan. Das habe ich auch jetzt so das letzte viertelhalbe Jahr so gemerkt. Es ist so ein Bild da, es wird was dazu geschrieben und in der nächsten Minute ist es weg. Und es guckt auch kaum einer irgendwie sich alte Dinge in dem Feed an. Also es geht keiner irgendwie her und schaut sich andere Beiträge an. Das heißt, wenn du in dem Moment das nicht gesehen hast, siehst du es auch irgendwie nie wieder. Und das, ja, da finde ich BookTube so ein bisschen langlebiger, so ein bisschen, gerade was so Text oder so angeht oder Themen oder auch Vlogs, das findet man mal, da stolpert man mal wieder drüber. Ich würde schon sagen BookTube. Und ich glaube, habe ich auch seit Weihnachten nichts mehr in meinem Feed auf Instagram gepostet. Ich habe noch ein privates Instagram, da mag ich meinen Algorithmus auch ein bisschen mehr, weil er nicht so buchlastig ist und man auch mal andere Dinge sieht. Aber ich würde, glaube ich, immer YouTube bevorzugen als Instagram, weil mir das einfach viel zu ungehaltvoll irgendwie ist. Und das meine ich gar nicht mit den Beiträgen, weil ich glaube schon, dass das sehr viel Zeit braucht, ein schönes Foto zu machen, den Beitrag zu schreiben und na, da auch dann connected zu sein. Aber meins ist es irgendwie nicht. Und ich fand das alte Instagram richtig schön und ja, jetzt bin ich schon so alt, dass ich das sagen kann, wo man auch einfach den Moment festgehalten hat und so eine Spontanität fotografiert hat und die geteilt hat und nicht dieses absolut gestellte Bild. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich fand so diese Spontanität, die Instagram zu Beginn einfach gebracht hat oder hatte, auf jeden Fall ein bisschen schöner.
Lesezeichen oder random Zeichen, wie zum Beispiel ein Zeitungsausschnitt oder irgendein Papier. Also ich habe sehr viele Lesezeichen und die sind bei mir auch sehr in Gebrauch. Also es ist schon ganz, ganz selten, dass ich wirklich nichts zur Hand habe. Das passiert mir vielleicht mal, wenn ich im Sommer Richtung Garten gehe mit einem neuen Buch und dann das Lesezeichen vergesse. Dann klaue ich mir auch einfach so ein Grashalm und ja, oder ein heruntergefallenes Blatt. Aber ich bin da schon der ganz klassische Lesezeichen-Nutzer und ich habe auch genügend. Und ich habe letztens unter irgendeinem Video gelesen, da hat eine Zuschauerin geschrieben, dass sie irgendwie 10 Lesezeichen hat. Und wenn die ausgehen, weiß sie, dass sie 10 Bücher parallel liest und dann muss sie erstmal gucken, dass sie eins beendet, damit sie nächstes Buch anfangen kann. Fand ich auch eine sehr coole Idee. Vielleicht sollte man so seinen Sub in den Griff kriegen. Also man hat irgendwie 50 Lesezeichen und wenn die in den Büchern drin ist, gibt es keine neuen Bücher. Ja, vielleicht kaufen wir uns dann einfach zu dem neuen Buch ein neues Lesezeichen. Nie mehr Filme schauen oder nie mehr ein Buch lesen. Und das ist auch wahnsinnig schwierig, weil ich ja sowohl ein Buchleser bin, als auch ein Film-Serienschauer. Und gefühlt ja wirklich Filme auch, ja noch, ich sag mal, bis vor 3-4 Jahren wirklich eine große Leidenschaft von mir war. Aber ich würde schon, glaube ich, die Bücher bevorzugen. Ja. Weil Filme halt so eine kurzweilige Unterhaltung sind, wenn wir jetzt nicht von langen Serien sprechen. Aber ich würde tatsächlich das Buch wählen. Und da passt dann auch die nächste Frage, da geht es jetzt ein bisschen um Filme. Und dann Horrorfilme allein oder zu zweit? Also ich bin da tatsächlich nicht sehr ängstlich. Also ich grusel mich gerne. Ich brauche aber auch nicht unbedingt Licht. Ich glaube, es gibt so eine Handvoll Filme, wo ich mich erinnern kann, dass ich Licht angemacht habe. Aber auch da waren wir zu zweit oder zu dritt. Und ich kann mich auch an einen Kinofilm erinnern, irgendeinen Horrorfilm, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, wo wir wirklich versucht haben, in der Mitte der Straße zu laufen, damit wir nicht an den Hauseingängen vorbei mussten. Da waren wir aber auch vielleicht so 16, 17, 18. Und ja, aber theoretisch stört es mich nicht und wenn ich mich grusle, dann mache ich einfach das Licht an, dann sieht die Welt doch schon gleich viel besser aus. Dann, ja, Jack Sparrow oder Will Turner ist hier angelehnt an Fluch der Karibik und definitiv Jack Sparrow, hallo. Also das war so ein geiler Charakter. Besonders im ersten Teil, dann flachte es ja so ab und im vierten Teil oder ja, war Jack Sparrow ja auch nicht mehr Jack Sparrow und ich fand Will Turner immer schon so langweilig. Ich mag Orlando Bloom, gar keine Frage, aber ich würde immer Jack Sparrow wählen. Also definitiv würde ich mit denen in die Weite gehen und ja, weil wir gerade auch so bei Vampiren, bei Piraten sind, ich habe letztens mal so ein bisschen rumüberlegt, ob es gute Piratenbücher gibt. Also natürlich war die Nikolai-Dilogie von Leigh Bardugo, da war aber Nikolai ja schon nicht mehr ganz so der Pirat, wie er noch in der Krischer Reihe war und ich habe auch irgendein anderes Buch auf dem Sub oder in der Wunschliste, wo es so ein bisschen um Piraten geht. Wenn ihr irgendwie gute Piratenbuchtipps habt, dann gerne mal in die Infobox, da in die Kommentare, da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Dann Buchverfilmung als Film oder Serie. Also da muss man natürlich sagen, es kommt auf den Umfang des Buches an. Ich glaube, so ein einzelnes Buch, wie zum Beispiel die Cecilia Ahern-Bücher oder von Jojo Moyes oder das kann man, glaube ich, schon ganz gut, oder auch so ein Thriller von Fitzek, das kann man ganz gut, glaube ich, in einen Film packen oder in einen Zweiteiler. Ich glaube schon, dass für Buchreihen, also ja, tatsächlich wie Harry Potter, wie das Lied von Eis und Feuer, wie Krischer, da finde ich schon eine Serienadaption auf jeden Fall besser. Oder auch wenn man an von Cassandra Clare die Reihe denkt rund um City of Bones. Ich glaube, da hat es schon Sinn gemacht, das in eine Serie zu machen. Auch wenn ich bei City of Bones definitiv eigentlich den Cast im Film viel, viel gelungener fand. Ich hätte mir tatsächlich auch bei Herr der Ringe eine Serie gewünscht. Wobei man schon sagen muss, diese Trilogie ist natürlich schon sehr, sehr, sehr gelungen. Ich glaube aber, dass man in der Serie durchaus ein bisschen einen Tom Bombadil hätte einbauen können. Ein bisschen mehr noch so vom Hintergrund erzählen können. Und bei Rings of Power, da hätten wir uns die Serie auch einfach sparen können. Aber ja, jetzt kommen wir ein bisschen was zum Essen. Und zwar Schokolade oder Chips. Ich glaube definitiv die Chips. Ich bin schon ein großer Fan von Chips. Ja, am liebsten von Chips Frisch, die Oriental. Ach, die liebe ich sehr. Kaffee oder Tee? Also ich bin totaler Teetrinker. Ich, wenn einmal im Monat ein Espresso trinke und einmal in der Woche einen Haferlatte Macchiato, dann ist das wirklich viel. Also ich bin gar kein Kaffee-Junkie, aber jeden Tag meine 2 Kannen Tee, das definitiv. Dann Pizza oder Pasta? Und das ist eine wahnsinnig böse Frage. Aber da man ja
Pasta noch ein bisschen mehr variieren kann als die Pizza, würde ich wahrscheinlich tatsächlich die Pasta nehmen. Aber ich liebe beides. Also ich, und wenn man das noch wirklich selbst macht, selbst belegt, gegrilltes Gemüse für die Pasta, ja. Vegetarisch oder vegan? Ich glaube, da wollte man indirekt wahrscheinlich nur fragen, in welche Richtung ich mich ernähre. Also ich bin zu Hause zu großen Teilen vegan. Egal, ob es das Kochen ist, das Backen ist und so weiter. Wenn ich essen gehe oder zu Freunden gehe, da bin ich in, ja, meistens dann auch vegetarisch zufrieden. Da bin ich manchmal nicht so, wenn gebacken wird und es irgendwie eine Kuhmilch war oder solange ich die Kuh mich nicht selbst trinken muss und sie nur verbacken ist. Oder wenn ich essen gehe und auf der Pizza ist noch ein Standardkäse. Ja, das ist hier in unserer Region gar nicht so leicht, gerade beim Essen gehen, wirklich vegan essen zu gehen. Das funktioniert in Großstädten auf jeden Fall besser. Aber da mache ich so den einen oder anderen Abstrich. Aber zu Hause zu 95% definitiv ja, schon vegan. Dann Hund oder Katze? Und diese Frage kam bestimmt 5 oder 6 Mal. Ich kann mich da nicht entscheiden. Also es gibt schon Unterschiede in den Wesenszügen dieser Tiere. Und ich liebe jeweils das von denen. Also ein Hund hat natürlich den großen Vorteil, man nimmt ihn mit. Man kann einen Großteil seines Lebens mit dem Hund teilen. Egal, ob man spazieren geht, ob man irgendwo hingeht, ob man, wir versuchen dieses Jahr mal gemeinsam zu reisen, ob man miteinander reist. Er ist überall dabei, er kann mit wandern gehen. Ja, das ist richtig, richtig, richtig toll. Bei Katzen mag ich aber tatsächlich so ein bisschen dieses Eigensinnige, dieses Eigenständige und dieses Ich komme, wann ich will. Ein Hund kommt ja in der Regel doch, wenn du ihn rufst und dann ist der ganz begeistert und sein Leben dreht sich komplett um dich. Und das ist auch schön. Aber ich finde schon schön, dass Katzen so ihren Charakter haben, ihre Eigenart haben und eben halt kommen, wenn sie Lust haben. Und ich mag auch so das Schmusen, das Schnurren mit den Katzen super gerne. Das kann wiederum ein Hund nicht. Dafür mag ich so ein bisschen das Raufen. Das Spielen ist auch auf jeden Fall ein bisschen anders. Also ich kann und will mich da gar nicht entscheiden, weil ich sowohl mittlerweile Hund als auch Katzenmensch bin. Und ja, ich das, ich kann da keine Entscheidung treffen. Faultier oder Alpaka? Sehr lustig. Ich würde wahrscheinlich so Alpaka-Lama-Richtung gehen, weil ich die schon mega süß finde. Beim Faultier ist das natürlich so, das habe ich auch noch nicht in live gesehen. Ich würde jetzt das Lama und Alpaka nehmen. Ja. Dann Meer oder Berge? Also wer länger hier ist, weiß, dass ich das Meer liebe. Ich bin absolut ein Meerkind. Ich habe immer Meerweh und für mich geht es irgendwann mittelfristig auf jeden Fall auch ans Meer, was mal irgendwann den Wohnort angeht. Und Berge, also ich finde das immer ein bisschen langweilig. Die stehen halt da. Ne? Und natürlich ist das schön, einen Gipfel erreicht zu haben und dann ist natürlich auch der Weg das Ziel. Aber dann steht man halt da oben und schaut und... Ja, also ich bin schon ein Meermensch. Also allein diese Bewegung, diese Gewalt, es ist immer anders, es ist immer in Bewegung, es ist immer wild. Auch dieses ins Meer gehen, also die Fische zu sehen, da zu schnorcheln, da zu tauchen, Dinge zu entdecken, diese Ruhe, die unter Wasser herrscht. Also ich bin definitiv ein Meerkind. Nuimos oder Funkos? Ja, die Nuimo-Sammlung wächst, die Funkos aber auch. Ich glaube, so optisch ein bisschen cooler und wandelbarer sind die Nuimos. Natürlich, weil man die einfach anziehen kann, weil man die auch irgendwie relativ handlich als Kuscheltier so mitnehmen kann. Die Funkos sind natürlich schon sehr statisch, aber es gibt natürlich von den Funkos viel mehr Auswahl. Also allein, dass sich das ja hier sehr oft wirklich, also das bezieht sich ja nur auf Disney, die Nuimos. Und auch da findet man nicht alle Figuren immer irgendwie wo vorrätig. Es ist manchmal schon ein Kampf irgendwie, ja, die Nuimos zu bekommen. Also gerade wenn ich hier wieder Elsa sehe, ich überlege gerade, wer ist Elsa? Elsa ist hier. Elsa und das ist Rapunzel und das ist Alice. Zu viele Blondinen sozusagen im Regal. Wer kann das schon von sich behaupten? Und dann ist direkt nach Elsa, hatte ich noch so ein bisschen mit Anna rum überlegt und zack, war sie ausverkauft. Alice gab es eine Zeit lang nur in der Schweiz. Ich weiß jetzt gar nicht, wo am Ende Becky ja, sie besorgt hat. Und bei Funkos ist halt so, da hat man Harry Potter, da hat man verschiedenste Prinzessinnen. Es gibt Sherlock und Holmes, es gab die Golden Girls, es gibt Stephen King, also es ist natürlich schon viel mehr Auswahl bei den Funkos, aber ich glaube, so ein Faktor süßer, weil auch zum Kuscheln und Rumknuddeln sind wahrscheinlich die Nuimos. Muss ich da mich so final entscheiden? Nein, wahrscheinlich nicht. Sommer oder Winter? Auch diese Frage können Zuschauer von mir auf jeden Fall beantworten. Ich bin ein absolutes Sommerkind. Sobald es jetzt heller wird, schöner wird, man kann endlich wieder unbeschwert hinaus
ohne sich zigfach anzuziehen, Mütze, Schal, Socken, Schuhe und so weiter. Und ich freue mich drauf, auch endlich mal nicht mehr zu frieren. Also ich bin eine große Frostbeule und ich sitze auch zu Hause, wenn eingeheizt wird, sitze ich trotzdem mit zwei Paar Socken und einem dicken Pulli und einer Decke da. Und ich freue mich so, einfach mal im T-Shirt da zu sitzen und zu sagen, ja, bei 28 Grad, das ist jetzt meine Temperatur. Und ich weiß, dass das vielen zu heiß ist, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber ich freue mich da auf den Sommer. Wenn es einfach hell ist, bis 22 Uhr, man raus kann, man spazieren kann, ohne dass man irgendwie einfach überall den Matsch hat, den Schnee hat und es einfach Spaß macht, so 4 Stunden in der Natur zu sein, endlich wieder in den Garten zu gehen, Unkraut zu zupfen. Das sage ich jetzt, weil ich kein Unkraut im letzten Vierteljahr gezupft habe. Ich glaube, so nach 3-mal zupfen sage ich das nicht mehr. Aber einfach wieder im Garten zu sehen, wie alles aufwacht, wieder blüht, wie mein Gemüse, mein Obst kommt. Und ach ja, ich freue mich auf den Sommer. Also ich freue mich schon auf den Frühling. Ich bin definitiv ein Sommerkind und bin jetzt auch froh, dass der Winter langsam sich verabschiedet. Leipziger oder Frankfurter Buchmesse ist dann die letzte Frage. Und hier würde ich schon als Zuschauer, Leser sagen, definitiv die Leipziger Messe. Frankfurt ist natürlich sehr groß, ist ein bisschen mehr Business, man trifft gegebenenfalls auch mehr Autoren, vielleicht auch mehr Verlagsmitarbeiter, die da wirklich Zeit haben, das Programm vorzustellen. Aber ich finde Leipzig einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen uriger, ein bisschen menschlicher und einfach ein bisschen mehr für den Leser gemacht. Also auch was die Lesungen angeht, die Gespräche angeht, Signierstunden angeht. Und auch als Blogger, muss ich sagen, habe ich mich in Leipzig immer ein bisschen willkommener gefühlt, allein was den Pressebereich angeht, was den Bloggerbereich angeht, also dass es da wirklich auch einen Treffpunkt gibt, wo man sich eben einfach treffen kann. Und ich finde Leipzig schon ein bisschen schöner. Und irgendwie, wenn man mal 3 Stunden rumgelaufen ist, ist es auch irgendwie übersichtlicher, man weiß, wo man hin muss. Und ich freue mich schon dieses Jahr auf die Leipziger Buchmesse. Ferienwohnung ist gebucht und Tickets sind auch schon eingetrudelt. Die Buchmesse ist ja dieses Jahr Ende April. Und da werde ich von Freitag bis Sonntag auf jeden Fall in Leipzig sein. Wie die Messetage sind, werden wir so in unserer Gruppe dann noch besprechen. Aber der Freitag wird auf jeden Fall ein Messetag, vielleicht auch so der halbe Samstag, um mal gucken, was Sonntag irgendwie noch ansteht. Da räumen ja auch viele Verlage ihre Stände dann schon weg. Aber ja, ich freue mich. Und solltet ihr auch planen, auf die Leipziger Buchmesse zu kommen, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Und das waren sie jetzt, die paar dies oder das Fragen. Ich hoffe, dass euch die Fragen und meine Antworten ein bisschen Spaß gemacht haben. Vielleicht habt ihr ja Lust, die ein oder andere Frage auch in den Kommentaren zu beantworten. Da würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht kommt sowas ja auch öfter mal auf Instagram. Dann folgt mir da super gerne. Dann könnt ihr zukünftig auch bei so Umfragen mit dabei sein. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.